Die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, lassen Sie mich mit etwas Positivem beginnen. Ihr Antrag liest sich gut, und da steht auch viel Richtiges drin. Ich glaube, es gibt auch hier im Hause niemand, der nicht für den Deutschlandtakt ist, dem es nicht einleuchtet, dass Regional- und Fernverkehr verbunden wird, dass man nicht unnötige Wartezeiten an den Bahnhöfen verbringen muss, dass die Reisezeit, die Reisekette schneller wird. Ich glaube, das ist ein Ziel, das wir alle verfolgen. Und trotzdem ist Ihr Antrag unnötig und auch widersprüchlich, zumindest in Ihrem Handeln. Warum? Warum ist er unnötig? Zum einen erwecken Sie ein wenig den Eindruck, als sei der Deutschlandtakt Ihre Idee, als wäre das eine Erfindung der Grünen. Fakt ist, dass er auf eine private Initiative aus dem Jahr 2008 zurückgeht. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei den Initiatoren dieser Initiative Deutschlandtakt, auch im Namen unserer Fraktion. Wir haben da sehr gute Arbeit geleistet. Und weil das so eine sehr gute Arbeit ist, haben wir das auch im Koalitionsvertrag 2013 aufgenommen. In unserem Koalitionsvertrag steht, die Planung der Schienenwege werden wir am Ziel eines Deutschlandtakts mit bundesweit aufeinander abgestimmten Anschlüssen sowie leistungsfähigen Güterverkehrstrassen ausrichten. Wir haben das nicht nur in den Koalitionsvertrag geschrieben, sondern wir haben auch die Grundlagen dafür geschaffen. Ausgerechnet heute, an diesem Tag, mit der Einbringung des Bundesverkehrswegeplans wird nämlich die Grundlage für den Deutschlandtakt gelegt. Und an dieser Stelle ist Ihr Antrag halt widersprüchlich. Denn wenn man morgens in dem Bundesverkehrswegeplan kein gutes Haar lässt, wenn man alles, was im Bundesverkehrswegeplan kritisiert und dann abends aber einen Deutschlandtakt fordern, dann ist das ein Widerspruch in sich, dann ist das unseriös, und an dieser Stelle sollten Sie einmal mehr Ihren Zettelkasten neu sortieren. Wir haben allein 750 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, für kleinere Maßnahmen für den Deutschlandtakt zu implementieren. Das, was Sie also in Ihrer Rede noch angesprochen haben, das steht im Bundesverkehrswegeplan drin. Aber auch darüber hinaus große Strecken, um auch die Fernverbindung zum Beispiel in die Schweiz taktgenau anzupassen. Auch das steht im Bundesverkehrswegeplan. Wir investieren in den nächsten Jahren über 120 Milliarden Euro in die Schiene und schaffen so die Grundlage für einen Deutschlandtakt. Und wenn Sie es wirklich ernst meinen mit dem Deutschlandtakt, dann sollten Sie jetzt diesen Antrag zurückziehen, sollten dem Bundesverkehrswegeplan zustimmen und sollten dann vor Ort für die einzelnen Projekte werben. Und dann bin ich überzeugt, dass wir im Jahr 2030 im Takt fahren. Sabine Leidig, nun das.